Servus, willkommen bei der Denkmittelrunde. Sehr infektiert auf meinem Kanal. Ich hoffe, wie immer, es geht gut. Der lieber Geist da am Bär gelegt. Was machen wir heute? Ich würde sagen, wir versuchen noch den Resten des Alubes nochmal. Das ein alle zwei Windräder müssen rausbringen. Vielleicht laufen noch ein drittes. Das wäre optimal. Dann hätten wir 20 Kilowatt oder was das ist. Wir leisten 3 Jahre lang gebaut. Also läuft, würde ich sagen. Wir nehmen nur ein Stück weit mit. Weil das war also weg. Das war das Haus meines. Einläuft. Werden wir dann auch was links bauen. Wenn wir schnell Sachen holen, dass wir dann die Beete bauen. Und wenn die Beete stehen, dann machen wir die Kiste da oben. Die Kiste da oben. Das wird unsere Gammelkiste. Sprich, da kommt alles rein. Das Gammeln, also Obst, das Gammeln soll, kommt da rein. So werden wir vorläufig dann unser Problem mit unseren ergänzen. Ja, wir brauchen auch Plastik, klar, wird mit Luden gehen, das wir auch machen werden. Dauer können wir auch nicht in die Kuchen gehen. Noch ein bisschen was gibt. Das ist auch ein Rüssel, wenn man da glauben kann. Wenn man da wird knapp. Guck mal jetzt da unten an die Ende. Und welche des Kajuses. Hier müssen wir auch fertig bauen, ja. Wenn wir jetzt noch ein Windrad hinkriegen würden, noch ein einziges, dann hätten wir es geschafft. Wir gucken mal, ob wir noch ein paar Bachel Alu rumliegen. Aber dann ist auch so eine Sache.
Und dann haben wir gar nichts mehr. Das Haus muss laufen. Na, dann können wir nämlich Obst und Pflanzen. Dann haben wir das Essproblem. Wenn du so arg. Sorry, ich muss das trinken. Und dann kann man das überbleiben. Wenn wir dann verkämmen lassen und die Bios haben, verarbeiten. Ja, ich bin voll gedankt, und auf geht's, kostenlose Miete, und dann sage ich, okay, jetzt sagt, wir machen ein bisschen ein, der Albuhr fängt an, ja, zu schwitzen, und dann noch die ganzen komischen Geräusche. Ja. So. Hier kann man auch nicht Stress machen, gell? Ich glaube, das dritte können wir jetzt ganz fertig und schön an um 5 Wochen haben. Okay, da denken wir halt aus, wenn wir sagen, Schnagen. Wir gehen jetzt erstmal was jagen. Wir sehen uns mit dem Krokodilen. Jetzt machen wir unseren großen Rucksack. Mit dem kleinen Überblinder und Krokodilen. So, wir sind gleich da.
Und dann ist es aus Gase. Wenn wir da dann mal einen guten Platz raussuchen. Und machen dann einen kleinen. Wieder dann abbauen. Die Fäcken, die Fäcken. Yeah.
Jetzt bei Sommergott. Ich mache einen kleinen Brief in Bulli 1. Wo will er denn hier rein? Okay. Ja, müssen wir so machen. Also bin gleich. Okay, Jungs. Cool. Egal. Komm. Mal probieren wir es aber. Ich werde hier ausprobieren. Jetzt beide mal kurz wissen. Habt ihr wieder gut, Jungs und Mädels? Und wie wär's? Alle Menschen halt, drückt von mir die Daumen, mir Leo. Adios, Leo, du. Ich lege mir das.
Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Grandios. Immer speichern. Ich will sagen, wir machen keinen Urlaub, wir sind da, was wir zu Hause sind. So sind wir dann gleich heim. Also wenn du gut vergrößert, dann mach ich keinen Baum. Wo laut Tante, die du kurz von der Straße, da laut ich mich. Also wie ich auch wohl. Ja, irgendwie sieht der Baby jetzt aus. Englisch geht oder so wie eine Pute. Es fällt aus. So. Abwägen. Dann sind wir ein großer Fan. Normalerweise müsst ihr da gar nicht reinkriegen. Irgendwie, da brauchen wir den Verein. Okay. Vier Gottesdienste. Und okay. Dann wäre Erbe Mittag mit zwei. Aber geil. Dann würde ich sagen, lass uns die Haut gut wegpacken. Und dann würde ich sagen, Kies aufs Kühen. Und dann haben wir ein bisschen jagen. Okay. Wir brauchen mehr Platz. Ja. Das ist vier gute. Okay, ausnehmen.
Es guckt, dass es in der kleine Blase geben. Dann werden die nächsten 4 Tage vordrehen. In der nächsten Woche ja, bis ein bisschen Stress. Aber nichts Schlimmes, keine Panik. Und dass ich ja jeden Tag ein Video habe, werde ich vordrehen. Mit diesen Worten würden wir uns verabschieden, Herr Jonas. War schon, dass er dabei gehört, hat uns wieder gefreut. Pass auf, wir sehen uns in der neuen Folge. Ciao.